Moin Palmarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. Wir zocken mal noch ein bisschen 3 gegen 3 mit Iva. Heißt die Iva oder heißt die Iva? Ich glaube Iva wird sie ausgesprochen. Ist ja schon krass, dass es eine Frau ist, aber man sieht es ja in diesen kleinen Zöpfchen da. Und irgendwie sieht es auch aus wie so eine alte Frau mit so einem Kleidchen und so. Jede Menge Zeugs dabei. Mit Windkraft, Energie. War das ein cooles Bild? Habe ich das schon mal gesehen? Weiß es nicht. Ja, ich schätze mal, das wird für mich heute erstmal die letzte Folge sein. Ich werde bestimmt die nächsten Tage noch ein bisschen spielen. Nichtsdestotrotz, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel noch sehen möchtet oder stimmt ab. Daumen nach oben heißt, let's play weitermachen. Daumen nach unten heißt, hör auf mit dem Scheiß, spiel was anderes. Wer ist denn das? No. Was macht denn die Ulti von dem nochmal? Dass ich das, wo er irgendeinen Stunt und irgendwo hin teleportiert wird oder irgendwie sowas? Alter, wie groß ist der Typ da? You disappear and can choose where to relocate. All hitted enemies get instant. I remember this battle. I hear we got some cleaning to do. Okay, nice. Was ist mit dem? Ah, er lebt. Yo, gehen die zur Sache. Au. Alter, ich krieg alles ab. Nein, der Hai hat mich gefressen. Ich bin down. Boom. Und ich bin auch tot. Zwei sind tot. Und der ist auch tot. Hat noch 6 HP. 18, 30. Okay, einen hat er erwischt. Kacke. Ach, schon wieder Inulols. Mit der habe ich letzte Folge schon gespielt. Okay, wir brauchen mehr Raketen, Leute. Und Holy Laws, die spielen, also Inulols und Holy Laws spielen in einem Team. So viel steht auf jeden Fall fest, die zocken zusammen. Ja, da kannst du nicht drüber hüpfen, mein Freund. Dü, 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 dü. Okay. Oh, immer der Counter, Alter. Junge. So, die ist beeilt. Okay, ich hab noch ein bisschen. Wo kommt sie raus? Hab ich. Alter. Schön. Good job. Boah, sehr grün, der Typ. Bin, glaube ich, der Einzige hier ohne irgendeinen Skin oder so. So, wir machen Fading Snare dazu. Ich liebe es ja, die Raketen abzufeuern, ey. Weiß auch nicht warum. Und die E ist so cool, einfach Taser. Kriegt einen schönen Stun.
So, ja, danke. Alter. Alter. Raus da! Nein, der hat mich erwischt. Oder sie, oder es. Schöner Stun. Er kriegt sie nicht, er kriegt sie nicht. Pass auf, die hat einen Counter. Jawoll, Alter. Was ein Snipe. Was ein Snipe. Achtung. Schön, Angriff ist die beste Verteidigung. Ah, die Axt ging daneben. Oh, Achtung, Achtung. Oh. Auf. Oh, er kriegt alles ab. Und tot. So, er hat zwar noch die Ulti. Nein! Du hättest direkt die Ulti machen müssen. 2-1 für die Gegner. Der hätte direkt die Ulti zünden müssen. Aber ich weiß nicht, ob er die noch hatte oder ob er noch eine andere Attacke dazwischen gemacht hat. Habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, Boomstick-Munition oder Sichtfeld oder das da. Komm, wir machen Boomstick, dann können wir nämlich in der Mitte die Kugel direkt wegrotzen. Das geht nämlich sonst nicht, da bleiben immer 2 Leben von der Kugel übrig. Bei Ivar zumindest. Aber mit dem Boomstick erledigt sich das, wenn man das dann, wenn man einen Schuss mehr hat. Mensch, mir hängt der Schleim da im Hals. Hallo? Kerlos? Er hat's geschafft. Was machen denn die Leute immer dazwischen? Immer WhatsApp schreiben noch oder was? Alter. Ey, die kann sich so heilen, die Alte. Ich würde mal gerne bitte rausfliegen. Ah. Okay, ich muss zurück. Sehr schön. Okay, die ist beeilt. Darf ich nicht? Hol ihr Leben. Ich mach uns hier das. Stirb! Hab ich. Okay, kriegst du, kriegst du. Oh, und getötet. 2-2, Matchball. Matchball, Matchball. Oh. Der ist Held der Woche. Blöder Schafkopf. So. Nehmen wir wieder die grüne Ulti mit. Für eine saubere Umwelt. Was wirft ihr denn da? Sands of Time. Kann man freiwillig diesen Schaftyp spielen, ey. Da würde ich lieber Paloma spielen. Die ist cool. Oder Pearl, beste. Der müsste Pearl sein. Dann wäre es das perfekte Team, finde ich. Ich finde, dann wäre es ein Team aus meinen 3 Lieblingshelden. Ob das so Sinn machen würde, dann das Team? Also von der Aufteilung klar, aber jetzt. Die Kombination genau dieser spezifischen Helden. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Alter, hör auf. Boah, ich krieg hier so auf die Schnauze. Komm, ich hol mal die alte Jen. Yo.
Voll daneben. Alter. Krasser Scheiß. Oh, der hat mich gefressen. Da bin ich. Lol. Sehr fresh. Wie dem seine Schafsaugen einfach so nach unten hängen auch. Schafsohren. Die Augen, das wäre ja noch schöner. Plus 14. Irgendwie kriegt man beim 2 gegen 2 mehr. Kann das sein? 75 Gold. 50 Gold. So, eins müssen wir noch. Sollen wir noch ein 2 gegen 2 machen? Ach komm, nochmal ein 3 gegen 3. 2 gegen 2 haben wir schon so oft gemacht. Machen wir jetzt mal 3 gegen 3. Wer von euch hat denn das Spiel auch zu Hause? Wer hat es denn bei Steam runtergeladen und zockt es selber? Schreibt mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren, wie viele von euch so da schon zocken. So. Kann man hier eigentlich irgendwas... Guck mal, Training habe ich auch noch nie gemacht. Habe ich mal im Internet gesehen, weil ich mir mal einen Guide zu Ivar angeguckt habe. Aber ich schätze mal, also ich habe nichts Neues gelernt dadurch. Sagen wir es so. Was ist das? Auch meine Quests. Das sind meine Wiederholung posten. Aha. Wombo Combo Boys. When you have scared a Jade enough, get off your high horse. Aha. Kann ich mir das angucken, während ich hier lade? Alter, what? 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 Was für kranke Combo, Alter. Aber cool, dass man das während dem Warten gucken kann. Können wir jetzt eigentlich immer so machen, wenn wir auf ein 3 gegen 3 Match warten. So, wen haben wir denn? Diesmal haben wir andere Gegner. Ah, wir haben diese komische Giftbogen-Tussi im Team. Die ist komisch. So, U-Turn, ganz wichtig, damit man schön hin und her fliegen kann. Ich finde, die Attacke macht zwar jetzt kein Damage oder so, oder keine Leben oder irgendwas, aber man fliegt irgendwo hin, der Gegner springt dir hinterher, du drückst einfach nochmal Space und fliegst wieder in die andere Richtung. Da bist du da, wo du vorher warst. Und das Gute ist, du kannst es ja selbst entscheiden. Oder du gehst irgendwo hin, auf einmal krachen alle in dich rein und du drückst einfach nochmal und bist komplett wieder aus der Gefahrenzone raus. Finde ich, ist eine sehr, sehr geile Attacke. Gerade für einen Fernkämpfer, wenn man es mit Jade vergleicht, die kann einmal wegspringen und danach war es. Dann kann sie sich unsichtbar machen, aber ist halt nur unsichtbar und nicht unverwundbar in der Zeit. Und da für ein Bällchen. A hero like me never gets nervous. Oh, am I kidding? I've got butterflies. Was redet der denn da? Au. Oh, es nimmt er den Idee aus dem... Wow, wow, wow. Ist sie geölt? Autsch. Oh, raus da! Yeah! Oh, da ist ja noch jemand! Okay, die haben wir. Nein, jetzt hat sie mich noch gefressen, ey. Komm, shoot him, shoot him. Hau ab. Treffe ich nicht. Wir schnappen uns das Ding hier. Lol. Okay, jetzt kriegen wir sie.
Komm her. Sehr fett. Wir haben es geschafft. Like water and oil, we just don't mix. Was für dumme Sprüche. Was für richtig dumme Sprüche. So, wir haben die zweite Rakete. Pew, pew. I love it. Und direkt nochmal. Okay, dann halt nicht. So, eins, let's go. Alter. Oh, geiler Sun, geiler Sun. Ai, 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 ai. Noch ein Sun, noch ein Sun. Yeah! Ich muss hier raus! Komm, komm, komm! Ah, pass auf! Aua! Komm, die kriegen wir! So, wir haben ein bisschen Leben bekommen. Jawoll! Mit der Axt geworfen. Glaube ich zumindest. Red Dead, Ted, 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 Ted. A worthy feat. Okay, Felix there. Oh, wir sind ein bisschen müde, ey. Wie flohen wir denn? 1.07 Uhr. Ach du Scheiße. Wieder so spät. Würde ich sagen, gehe ich gleich mal ins Bettchen, hä? Aber abends, ich hasse es abends immer, die Zeit, bevor ich ins Bett gehe, dann muss ich immer noch Videos hochladen, also auf YouTube einfach auf Hochladen drücken, das ist ja nicht das Problem. Aber dann muss ich immer noch welche ändern, weil ich muss es ja über Nacht laufen lassen. Oh, ist auch immer echt ätzend. Immer diese Schneiderei, willst du ins Bett gehen, musst du erst noch 10 Minuten dann da sitzen und den Kram da erledigen. Aua, was war das denn? Lol, voll daneben. Oh, Counter. Oh, was ist das für Mist? Oh. Oh, schöne Ulti. Oh, komm ich nicht raus. Ah, oh, ich bin tot. Die Runde geht an die Gegner. Einer tot. Nö. Das war's. Außer. Oh, jetzt. Jetzt sind wir tot. Und tschüss. Kacke. 2-1. Du und I. So, Boomstick-Munition. Machen wir. Ekelhaft.
Man muss theoretisch immer viermal schießen. Und dann... Wer ist Melle? Achso, der Melee. Oh. Alter. Jawoll! Komm, zieh die Sau hier rein! Alter, wie ich sie hier reingezogen hab! Sehr fett! Die Ulti hat gesessen. Und ich habe ihm noch ein Schild gegeben. Good game, well played! Gut, Pamarillos. Das war's. Oh, 36 Punkte. Das war's auch schon wieder von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Wahrscheinlich, wenn ich noch eine mache. Und wir schauen noch kurz. Wir können das hier mal wegdrücken. Wir schauen noch kurz, was in der Silberkiste drin ist. Müll. Duplicate. Episches Outfit für Pearl. Cool. Nice. Häufiges Symbol. Alles Mist. Okay, also, dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin, stay pam, tschüss! Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.